Umweltministerin Leonore Gewessler wird in Kürze einen Teil des neuen Abfallwirtschaftsgesetzes präsentieren. Darin enthalten sind Pläne, wie Plastikmüll in Österreich reduziert werden kann. Und zwar, indem der Mehrweganteil erhöht und ein Pfand auf Plastikflaschen eingeführt werden könnte. Das stößt aber schon im Vorfeld auf Widerstand. Jedes Jahr werden in Österreich 1,6 Milliarden Plastikflaschen verkauft. Wieder gesammelt und recycelt werden davon 70%. Diese Quote muss nach EU-Vorgaben in den nächsten 8 Jahren aber auf 90% steigen. Die Umweltministerin will dafür zum einen die Händler verpflichten, den Anteil von Mehrwegflaschen im Sortiment zu erhöhen. Zum anderen will sie auch ein Pfand auf Plastikflaschen einführen, wie sie zuletzt am Sonntag in der Pressestunde betont. Weil wir einfach sehen, das wirkt. Aus 10 anderen europäischen Staaten, 8 weitere führen es gerade ein. Eigentlich hätte das Modell schon Ende letzten Jahres stehen sollen. Wirtschaftskammer und Handelsverband stehen aber auf der Bremse. Kleinere Händler hätten keinen Platz für die vielen leeren Flaschen. Außerdem würden Pfandautomaten auch hohe Kosten bedeuten, die für viele nach der Corona-Krise nicht stemmbar seien, so die Argumente.